Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute 7 Fakten über Notre Dame, die berühmteste Kirche der Welt. Alle Welt schaut mit Entsetzen nach Paris. Die berühmteste Kirche der Welt wurde bei einem Brand stark beschädigt. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron versprach, das Wahrzeichen der französischen Hauptstadt wieder aufzubauen. Aber was genau wissen Sie eigentlich über die berühmte Kathedrale? Fakt 1. Die Zwillingstürme sind gar nicht identisch. Obwohl die beiden Türme auf den ersten Blick kaum zu unterscheiden sind, weisen sie in Wirklichkeit einige Unterschiede auf. So ist der Nordturm ein Stück größer als der Südturm. Das liegt daran, dass er 15 Jahre früher errichtet worden ist. Bis zur Fertigstellung des Eiffelturms 1989 waren die Türme die höchsten Gebäude von Paris. Fakt Nummer 2. Alle Straßen Frankreichs führen zum Notre Dame. Direkt vor der Kirche befindet sich der Point Zero, der Ausgangs- und Endpunkt von allen Entfernungen zu größeren französischen Straßen Frankreichs, die nach Paris führen. Die Kirche ist damit nicht nur symbolisch, sondern auch geografisch das Herz von Paris. Fakt Nummer 3. Fast alle Glocken von Notre Dame wurden nach der Französischen Revolution eingeschmolzen, um aus dem Metall Kanonen anzufertigen. Die Kathedrale erfuhr im Zuge der Revolution, die sich vor allem gegen die Monarchie und die kirchliche Elite richtete, viel Zerstörung. So wurden zum Beispiel 28 Königsstatuen aus der Kathedrale 1993 mit Seilen niedergerissen und von einem wütenden Mob enthauptet. Fakt Nummer 4. Victor Hugo hat die Kathedrale gerettet. Vor dem Erfolgsroman von Victor Hugo, der zum berühmten Disney-Verfilmung führte, war die Kathedrale in einem furchtbaren Zustand. Erst durch das Buch, das 1831 erschien und das Hugo nur schrieb, um auf den schrecklichen Zustand der Kathedrale aufmerksam zu machen, gewann die Kirche in den Vorstellungen der Pariser Status, die Seele von Paris und Frankreich zu repräsentieren. So kam es zu einer grundsätzlichen Renovierung und Sanierung der Kirche. Fakt Nummer 5. Den Buckligen von Notre Dame gab es wirklich. Lange glaubte man, Hugos Romanheld, der im Französischen und im Englischen nicht Glöckner, sondern nur Buckliger genannt wird, wäre eine reine Erfindung. 2010 fanden Wissenschaftler jedoch die Memoiren eines britischen Bildhauers, der in der Kathedrale arbeitete, während das Buch geschrieben wurde. Er schreibt von einem buckligen Bildhauer, der die Gesellschaft aller anderen Arbeiter in der Kathedrale mied. Fakt Nummer 6. Auf dem Dach der Kirche leben Bienen. Auf dem jetzt durch das Feuer zerstörten Dach der Notre Dame war ein kleines Bienenvolk zu Hause, um das sich ein Mönch kümmerte. Der Honig wurde laut der Kirche ausschließlich an die Bedürftigen gegeben. Fakt Nummer 7. Die berühmten Wasserspeier sind relativ neu. Viele denken, die gruseligen Wasserspeier seien ein Zeugnis aus dem Mittelalter. Sind die meisten Statuen in Wirklichkeit erst genau während der Revolution im 19. Jahrhundert hinzugefügt worden. Schuld daran war ebenfalls Hugo, der die Architekten mit seiner eindringlichen Beschreibung der wenigen verbliebenen Statuen aus dem Mittelalter dazu inspirierte. So, das war's schon wieder mit der nächsten Folge von Einfach Wissen. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt ein Gefällt mir oder einen positiven Kommentar. Ansonsten sage ich mal bis zum nächsten Video und ciao!